Wir sind wieder im regnerischen Sumpf unterwegs und schauen mal, ob wir Professor Hayden heute zu Hause antreffen. Mal schauen. Hier beim Zelt ist auf jeden Fall wieder nur eine Notiz angebracht, Wort Gulasch, weil Hayden ist schon wieder unterwegs. Ich habe jetzt übrigens Phantom Cloud dabei, denn ich weiß, dass er einer eurer Lieblinge ist, weil ihr mich immer wieder auf ihn ansprecht und ich bin ihn wirklich schon super lang nicht mehr geritten, beziehungsweise jetzt in den Stall geflüstern und im Stream und aber ja. Nicht zu Hause, wenn es Tiffany ist, bist du zu spät. Warte dort, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Das klingt ja wie ein Date mit Professor Hayden. Und schon klingt es nicht mehr sexy. Ach, nicht so ungut. Wo ist er denn? Da ist er. Wieder Käfer beobachten oder was? Da bist du ja, Jugendliche. Alberta ist gestern sicher zu Hause angekommen. Sie ist ein kleiner Rabauke. Ihr war wahrscheinlich nur langweilig. Aber sie hat mir versprochen, heute zu Hause zu bleiben und nicht mit Pamelas Bienen zu raufen. Du kannst Alberta später treffen. Sie ist nur etwas schüchtern bei neuen Leuten. Sie ist flauschig und kuschelig. Ein richtiger Schmusebär, wenn du mich fragst. Ich dachte, dass du kein Interesse hättest. Aber wenn du nichts Besseres zu tun hast, könnte ich dir zeigen, wie ich arbeite. Ach, du findest, dass das spannend klingt? Ach, Jugendliche. Also, die Insekten von gestern sind nicht mein Job, vielmehr mein Hobby. Wie ich sicher schon erwähnt habe, arbeite ich für die AAE und bin hier, um den Spiegelsumpf zu erforschen. Wie du sicher gemerkt hast, unterscheiden sich die Temperaturen in diesem Gebiet von der anderer Gebiete. Das liegt an dem heißen Wasser, welches aus der Mondquelle fließt. Warum das Wasser heiß ist? Ach, das ist doch klar. Es liegt am alten Vulkan, der hier einst existiert hat. Das ist zumindest meine Theorie. Einige andere Dummköpfe haben andere Erklärungen dafür, aber wenn du mich fragst, ist es der Vulkan. Nun weißt du, weshalb ich hier bin und jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, ein paar Wasser- und Bodenproben zu entnehmen. Aber genug vom Spiegelsumpf, der Mondquelle und dem Vulkan. Wir haben jetzt wichtigere Dinge zu tun. Echt? Nun weißt du, weshalb ich hier bin? Das hat er eben schon mal gesagt. Tiffany, es ist Zeit, sich auf den Boden zu konzentrieren. Wenn ich die Erde des Spiegelsumpfes testen und die nötigen Messungen durchführen will, muss ich Bodenproben sammeln. Was, du willst das machen? Das ist kein Spaß. Das sollte keinen Spaß machen. Ich hatte einmal Spaß und das war schrecklich. Ach, was soll's. Geh und sammle Bodenproben, aber hab keinen Spaß. Heiliger Regenwurm, diese Jugendlichen. Oh, mein Rucksack ist voll. Ja, scheiße. Dann schmeiße ich das Moos weg und ich schmeiße die Kamille. Ne, die Kamille lasse ich erstmal noch hier. So. Einmal durchklicken. Zack. Okay. Was? Du glaubst, dass ich mehr lächeln sollte? Ach, lass mich dir was erzählen, Tiffany. Du benutzt mehr Gesichtsmuskeln, wenn du griesgrämig aussiehst, als wenn du lächelst. Was soll ich sagen? Ich bin süchtig nach Training. Aber genug davon. Wir müssen Wasserproben für meine Tests sammeln. Ach so, du willst sie sammeln. Von mir aus. Es ist wichtig, dass die Proben alle von unterschiedlichen Stellen im Sumpf stammen. Gut, du verstehst. Also 3 verschiedene Wasserproben will ich haben. Jo, das geht auch nicht. Das ist ja blöd. Ja gut. Ist halt so. Ich habe auch noch eine halb verfaulte Buchseite im Inventar, die ich eigentlich mal noch abgeben könnte von der Archäologie, aber ich habe jetzt keine Lust, bis da oben hochzureiten. Nein! Mein Rucksack ist voll! Kacke. Dann muss ich wohl doch erstmal darauf reiten. Wie ärgerlich. So, ich bin jetzt hier wieder angekommen. Jetzt können wir hier Proben nehmen. Ich habe jetzt Phantom Cloud mal als Blümchen draufgepackt. Ich finde zwar, das passt. Ganz ehrlich, ihr könnt mich verurteilen, wie ihr... Ups. Holla die Waldfee. Was war das? Ihr könnt mich verurteilen, wie ihr wollt. Ich habe auch nichts dagegen.
null, wenn Männer rosa tragen oder Fliedertöne oder sowas. Im Gegenteil, also Dennis hat selber auch ein paar Sachen in Farben, wo andere Männer sagen würden, boah, nee, zieh ich nicht an. Und ich finde es total cool. Aber ich finde speziell bei Phantom Cloud, zum Pferd passt die Blume, ja. Aber mit dem Namen passt, finde ich, eine rosane Blume nicht. Weil ich einfach irgendwie so einen anderen Charakter in Anführungsstrichen vor Augen habe, wenn ich den Namen höre. Das klingt so gespenstisch, verwunschen und irgendwie geheimnisvoll. Und da passt keine rosane Blume. Also hat jetzt gar nicht unbedingt was hier mit dem Hengst zu tun. Ich muss ihn übrigens noch zum Hengst machen, fällt mir gerade ein. Ich muss noch Eier dran nähen. Es hat eigentlich viel mehr mit dem Namen zu tun. Und davon mache ich das mal so ein bisschen abhängig, wie ich die Ausrüstung für mein Pferd wähle. Wobei ich tatsächlich, da würde ich tatsächlich sagen, ich würde einem Hengst keine Blümchenschabracke draufpacken. Da bin ich dann doch irgendwie so im Genderdenken drin. Auch wenn ich prinzipiell immer dafür bin, dass jeder das tragen soll oder jedem auch jeder aus seinem Pferd drauf tun soll, was er will. Also es gibt in meinen Augen jetzt keine Farbe, die nur für ein spezielles Geschlecht ist. Ich bin dann aber doch, gebe ich auch ehrlich zu, obwohl ich nichts gegen andere Entscheidungen habe, bin ich dann doch oft in diesem Gender-Denken halt drin, farblich gesehen. Ist aber in keinster Weise irgendwie böse gemeint. So, und hier haben wir einen besonders interessanten Fundplatz. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das gebe ich euch auch an die Hand, wenn ihr irgendwie Schillinge farmen wollt und ihr habt die Archäologie in Epona, nehmt die besonders interessanten Fundplätze mit, also die so golden sind. Von dem Jojitsu-Abzeichen brauche ich leider ein zweites, um es abgeben zu können. Aber ihr bekommt da Gegenstände. Entweder Sachen, die ihr gar nicht nutzen könnt für euch oder euer Pferd oder eben auch Ausrüstungsgegenstände und Items, die ihr super gut verkaufen könnt. Also die Dinger an sich, 50 ist auch schon nicht schlecht, aber ihr kriegt da halt richtig viel raus, wenn ihr die Items verkauft. Hast du sie? Und die sind von verschiedenen Stellen? Ich muss zugeben, dass das sehr schnell ging. Ja, genug Komplimente für heute. Oh, guck mal hier, ich bin bei Hayden freundlich. Nun haben wir die Boden- und Wasserproben, die wir benötigen. Dann können wir ja jetzt zurück zum Zelt spazieren. Heiliger Regenwurm, ich gehe nicht gern spazieren. Nee, du, ich werde bestimmt nicht auf deinem Pferd sitzen und zurückreiten. Da laufe ich mir lieber Blasen. Am liebsten würde ich sie wie der Philosoph Diogenes leben. Was? Er lebt in einem Fass, wusch sich nie und roch schlecht. Na lecker. Das ist nicht traumhaft, sondern furchtbar. Aber einfach der Traum, so zu leben, absolut wunderbar. Ich arbeite dann wohl am besten an meinen Blasen. Wir sehen uns an meinem Zelt. Ja gut. Deine Freundin, die kann blasen, 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 die kann blasen, 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 an den Füßen nicht ertragen. Ihre Schuhe, nein, wie war es nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Es war auf jeden Fall, das Lied ist einfach nur komplett zweideutig. An was habt ihr denn gedacht, Mensch? Du hast heute genug Komplimente von mir bekommen. Ich werde nichts mehr sagen. Okay, ich kann den Auftrag nicht annehmen, wenn ich auf dem Pferd sitze. Das ist tief tragisch. Okay, nehme ich ihn überhaupt noch an? Ja, komm, den nehme ich noch an. So, absitzen bitte. Fängst du schon wieder damit an, dass ich mir lächeln sollte, Tiffany? Lächeln wird überbewertet. Fast so überbewertet, wie das Leben von der Sonnenseite zu betrachten. Ich habe es einmal versucht, aber das Licht blendete mich so sehr, dass meine Augen anfingen weh zu tun und ich mich daraufhin im Keller verstecken musste und in 38 Tagen 1000 Füßler und Asseln studierte. Eine schreckliche Erfahrung und ich genoss jede Sekunde davon. Aber die Bodenproben, wenn wir etwas lernen wollen, bevor wir alt und grau werden, sollten wir jetzt anfangen. Du willst mir weiterhin assistieren? Ach, Jugendliche. Ich werde dir erklären, was du mit den Bodenproben machen sollst. Befolge einfach meine Anweisungen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Wir haben hier Schnapspinnchen.
Nee, irgendwelche Pinnchen haben wir in der Mitte. Und irgendwelche Lösungen. Nimm die rote Flasche. 7 Tassen. Abmessen. Okay. Füge 5 Tropfen hinzu. Vorsichtig vermischen. Nimm die blaue Flasche. Zwei Viertelteile. Also die Hälfte. Nimm die grüne Flasche. Eine Tasse und 2 Teelöffel. Interessant. Aber was so interessant ist, ihr Lieben. Cliffhanger. Erfahren wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.